Ich grüße euch. Herzlich willkommen bei Y Barbecue. Heute, ich habe hier ein bisschen Post bekommen. Da ist ein 14er Dutch Oven drin. Das werde ich euch mal zeigen, wie man den auspackt und was da als Zubehör alles dabei ist. Paket ist von dem großen A. Hier steht irgendwas von einem Gewicht drauf. Nettogewicht von 14,5 und Gesamtgewicht 15,5 Kilo. Aber lasst uns einfach mal reingucken. So, was sehe ich jetzt hier? Alles nochmal in einen separaten Karton verpackt. Dann kommt das gute Stück zum Vorschein. Ich habe mir hier mal noch so ein Brett hergelegt. Das ist unser Essfisch, den will ich nicht gleich mit dem schweren Topf belasten. Einmal der Deckel. Verpackt ist das also ordentlich. Das sieht gut nach einem ordentlichen Oschi aus. Den Deckel kann man wunderbar noch als Pfanne zum Anrösten, zum Anbraten nehmen. Schwer. Da haben wir noch eine Unterlage drin, damit sich die Füße nicht durchstechen. Übrigens ist gerade meine Frau mit im Bild. Machen wir ein bisschen Platz. So sieht also das gute Stück aus. Vom Inhalt her 12 Liter Flüssigkeit passen da rein. Das soll ausreichend sein. Ich habe ja schon einen 10er Dutch Oven. Ja, da fehlt mir manchmal ein bisschen Platz. Gewicht hat er ordentlich. Die Beschreibung müsste dieselbe sein wie in dem 10er Dutch Oven. Das heißt, der ist schon voreingebrannt. Ich mache es halt nochmal. Würde ich euch zeigen. Dazu würde ich dann rausgehen und den auf den Grill stellen. Beschreibung noch dazu. Da steht alles drin, wie man es pflegt, wie man einbrennt und so weiter. Dann ist hier noch so ein Deckelheber dazu. Der funktioniert ganz gut. Kann man so einhaken und den Deckel halt, ja, ohne große Probleme anheben. Das erstmal alles, obwohl, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, der hat hier noch so eine Aussparung, hier an der Stelle. Wenn man da möchte, kann man einen Thermometerfühler dort reinstecken und am Deckel ist hier bei dem großen ein Pfeil dran, der uns die Position von der Kerbe im Deckel dann anzeigt. Hier. Ich bereite ihn jetzt vor zum Einbrennen. Zeige ich euch dann gleich nochmal. Okay, Vorbereitung zum Einbrennen. Ich habe hier so ein bisschen Sonnenblumenöl. Ihr könnt auch Rapsöl nehmen. Hauptsache halt was relativ hitzebeständiges. Und macht halt was rein. Verteilt das mit dem Küchentuch. Wie viel ihr da jetzt reinmacht, das bleibt euch überlassen. Das soll ja zum Einbrennen genutzt werden. Mit dem Küchentuch reibt nicht so doll. Das löst sich sonst auf. Nehmt dann lieber zwischendurch mal ein frisches. Im Hintergrund läuft der, ja, gute Mix da schon wieder. Ich glaube, es soll ein Kuchen werden. Also im Prinzip mache ich das jetzt mit allen Teilen, dass die gut mit dem Öl benetzt sind und dann, ja, dann haue ich das Ding mal auf den Grill, zeige ich euch aber dann noch. Ich habe jetzt den Broiler vorgeheizt auf 200 Grad.
Macht das bitte nicht drin, wenn ihr den Topf einbrennt. Das fängt ziemlich stark an zu qualmen. Platziert ihn hier drauf. Macht den Deckel ein bisschen auf. Ich hoffe, das kriegen wir noch zu. So lasse ich den stehen, indirekte Hitze. Ihr könnt das natürlich auch auf dem Gasgrill machen oder ja, wenn ihr eine Art Sommerküche habt, im Backofen. 200 Grad. Ich habe gerade noch mal in der Beschreibung geschaut. Eine bis zwei Stunden. Die Beschreibung ist in Deutsch und in Englisch. Das finde ich sehr gut. Es stehen relativ viele Pflegehinweise drin. Also völlig ausreichend, damit jeder wissen sollte, wie das funktioniert. Den lasse ich jetzt da drauf. Und ja, wird dann, wie gesagt, ein bis zwei Stunden dauern. Danach würde ich den ein bisschen mit Wasser abspülen und dann geht es an die erste Benutzung. Zwei Stunden, nachdem wir den hier draufgestellt haben, ist der jetzt fertig eingebrannt. Ihr seht das, der glänzt jetzt richtig schön. Jetzt bleibt mir nur noch zu tun, den nochmal mit klarem Wasser abzuspülen. Also ihr seht das dann auch in der Pflegeanleitung. Spülmittel solltet ihr vermeiden, denn zerstört ihr die Patina, die ihr euch aufgebaut habt. Wenn es trotzdem mal sein muss, dann halt danach wieder neu einbrennen. Ja, das wird jetzt alles sein für dieses Video. Ich werde den jetzt für eine Benutzung vorbereiten, für ein neues Video, dazu aber später mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst mir einen Kommentar da, like das Video. Bis zum nächsten Mal.